Das Wichtigste zum Thema Antragskonferenzen. Wir haben einen Parteitag vor der Tür und genauso wie vor dem Parteitag in Bochum würde ich mich freuen, wenn ihr wieder viele Antragskonferenzen organisiert. Das hat letztes Mal Julia in ihrem Arbeitsbereich gemacht und diesmal übernehme ich das. Wir haben dafür etwa 4.000 Euro von Vorstandsseite zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr in eurer Stadt eine Konferenz machen wollt, wo Geschäftsordnung trainiert wird für Neulinge, wo inhaltlich die Anträge, die für Neumarkt eingereicht sind, diskutiert werden können, Probeabstimmungen stattfinden und ihr euch damit fit machen wollt auf den Parteitag in den 4 Wochen zwischen Antragsschluss und 11. 12. Mai, wo wir dann inhaltlich im Neumarkt arbeiten, dann wendet euch bitte an mich, an johannesponader@piratenpartei.de, schreibt mir eine E-Mail, sagt in welcher Stadt, mit einer groben Kalkulation. Perfekt wäre es, wenn ihr noch von anderer Seite auch Mittel habt, weil je weniger Geld ihr braucht für eine einzelne Konferenz, umso mehr Konferenzen können wir machen. Bei durchschnittlich 200 Euro können wir 20 Konferenzen machen. Das wäre schon sehr schön, wenn wir so über die Republik verteilt viele Städte haben, wo was stattfindet. Also insofern, wenn ihr von eurem Kreisverband oder Landesverband noch ein bisschen Geld dazu bekommen könntet, wäre das gut, ist aber keine Voraussetzung. Wendet euch also an mich, schreibt kurz in welcher Stadt, ob ihr schon eine Halle habt, Kostenvoranschlag, ob ihr Streaming organisiert habt und dann können wir das relativ unkompliziert lösen und wir machen das dann öffentlich in einer Liste im Wiki, die ich unten im Blogpost verlinke. Weiterhin natürlich, wenn ihr andere Themen habt, dann kommt auf mich zu außerhalb des Rahmens, AG-Konferenzen, Konferenzen zu Toolentwicklung, Sachen wie die SMV-Con jetzt oder wenn es um innerparteiliche Kultur geht, Konfliktkultur, Dialogkultur. Wenn ihr Ideen habt, einfach her damit, dann sprechen wir drüber ganz unkompliziert. Und ein bisschen Geld vom Bund kann es immer dafür geben, damit die Arbeit weitergeht. Vielen Dank.